Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eduard the Lonely Man. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Pünktlich zum Freitag ein schönes Wochenende, meine Lieben. Ja, und es ist nicht mehr lange hin. Ne? Es ist morgens schon der 23., dann ist der 24., also Weihnachten. Holla die Welt für ihr Lieben. Ich hoffe sehr, oder wir hoffen sehr, es unterhält euch. Ne? Lasst gerne das Däumchen da und jetzt gucken wir mal, was hier noch so vonstatten geht. Ne? Ich glaube, der Eduard stellt sich gar nicht so schlecht an am Maschinenhandel hier. Ne? Viel Spaß. Ja, so. Ja, Herr Bluetooth, auf alle Fälle brauchst du da dir keine Sorgen machen. Da gibt es, wenn du reparierst, kriegst du immer noch vom Staat ein bisschen was finanziert. Weil das ist besser wie neu. Ja gut, das ist ja schon mal ganz gut. Wenn du was reparieren lässt. So, Kevin und Henning, ach, so einen kleinen Moment. Hallo? Hallo? Das ist Volker. Ah, Volker, ja. Weißt du, schläfst du oder was? Nee, ich wundere mich halt nur, wo du bist, weil erste Wiese ist fertig, zweite Wiese ist dann in 3-4 Minuten fertig. Ja, nee, das ist gar kein Problem. Also wie gesagt, ich war bei Melu, ich war beladen und da musste ich nochmal mit wegfahren und dann gab es noch einen Stau, weil der Name, also von mir über die Straße war, also ich bin in einer halben Stunde bin ich da. So gut, kannst du einen Kaffee mitbringen? Ja, das macht er. Gut. Krieg da hin. Okay. Danke dir auf jeden Fall. Ja, bis denn. Das war der Volker. Herr Bluetooth. Ja. Also mal auf, Henry, ich habe da mal noch eine Frage. Und zwar wegen das Aufnahmegerät vorne, ja? Ja. So, warte mal. Kevin, das ist doch das Tablet. Warte, lass mich mal gucken. Ja. So. Guck mal. Also. Sie haben Herr Bluetooth, Sie haben ja gesagt, ne, wir müssen das jetzt mal ein bisschen förmlich machen. Ja, so. Sie wollen ja hier was von Krone haben, ja? So. Und Herr Opel, nicht von Krone, von Schöntier. Ja, von Schöntier, gut. Guck mal da, was wollen Sie da genau haben? Was wollen Sie da vorne Big Up haben? Was ist denn eigentlich eine Pickup? Also passen Sie auf, ich hätte jetzt hier für Sie zwei im Angebot, ja? Und zwar, also passen Sie auf, ich habe jetzt hier einmal, lassen Sie mich mal gucken, ist das hier, Kevin, ist das hier der richtige Knopf? Ja, zum Aufmachen hier. Na, das sieht aus wie ein P. Ja, genau. So. Ja. Okay, wunderbar. Also ich habe dann einmal für Sie, Herr Bluetooth, einmal 639 Premium von Schontiere. Ja. So, dann habe ich für Sie einmal, das ist ja von die Krone auch. Wir würden doch lieber Schontiere bevorzugen. Okay, also passen Sie auf. Und zwar, das sind ja dann nochmal, gut, wir haben ja unsere normalen Einkaufspreise, ja, dann kommen ja noch unsere Prozente oben drauf. Da sind wir dann schon mal rum. So, dann kommen noch die Unkostenpauschale, dann kommt noch das schöne Wetterpauschale. Also insgesamt wäre man dann beim Verkaufspreis an Sie, natürlich sind dann auch schon Prozente mit einberechnet, bei 89.599. Weil richtig gehen. Ja gut, das kann ja so, denke ich, nicht ganz hinhauen. Warum? Nee, Eduard. Weil weiß ich richtig, oder? Musst du mir da mal zeigen, was du da im Kopf hast. Also, ja, das ist kein Problem, das kann ich aufschreiben. Das ist wunderbar. Aber ja, Bluetooth, Sie müssen halt auch mal sehen, kurze Frage bloß, was macht denn eigentlich die Pickup? Wofür ist die zuständig? Damit kann man Gras aufsammeln. Aber der heißt ja Pickup. Ja, Pickup, aufheben, auf Deutsch. Sie kennen schon wieder, das ist Neumutsch und Glumpe. Nein. Doch. Da ist dein Gesicht vorne drauf. Das ist doch Auto mit Ladebritsche. Der ist aber auch Pickup. Also, okay. Ja, da kann man auch Sachen drauf tun. Kann ich damit auch Gras aufsammeln oder was? Wenn du eine Gabel mitnimmst und aus dem Feld fährst, kannst du damit auch Gras aufsammeln. Genau. Das ist etwas anstrengender. Na, aber Herr Bluetooth, verstehe ich jetzt nicht. Wenn Sie dann vorne diese sogenannte Pickups dran haben, ja, und Sie müssen dann mit der Gabel trotzdem das Gras reinschmeißen, was bringt Ihnen das? Das muss ich ja dann nicht mehr machen. Mit der Pickup macht das ja alleine. Also, und ich muss drüber fahren. Okay, da sind ganz viele kleine Gabeln vorne dran. Ah, jetzt klingelt es. Achso, jetzt sind Sie und deswegen, Herr Bluetooth, ne? Also Qualität hat halt auch seinen Preis. Wissen Sie, deswegen sind wir ja dann so bei 90.000. Ja, aber ich denke, der Preis, da müsste ich dann nochmal mit Kevin drüber reden. Ja gut. Ich mache eine Rechnung fertig, also einen Kostenvoranschlag und dann... Na okay, gut. Aber okay, dann fahre ich das Ding schon mal rein. Kevin, ich habe schon... Cool. Unglaublich. Ich habe schon mal drin freigemacht. Ja, Herr Bluetooth, der Schlüssel steckt. Schlüssel steckt. Wunderbar. Aber bitte sei vorsichtig. Ja, da kriegt man... Ja, die Kettensäge. Ja, kein Problem. Ich bin bloß ein bisschen aufgeregt. Das wird wunderbar. Vertrauen Sie mir, Himmel. Ja, schon so aufgeregt wahrscheinlich noch nie. Vertrauen Sie mir, das geht alles gut. So.
gucken wir uns ein gutes Stück mal an. Das ist ja, Junge, Junge, Junge. Ach, jetzt steigen wir hier. So. 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 Jetzt gucken wir mal. Ah. Oh. Halten Sie mir ruhig. Das geht wunderbar. So, jetzt hier geht's los. Ja, oh, wunderbar. Das fährt sich ja wie Schmierfett. Na, guck. Langsam, langsam, Eduard, langsam. Ja, ja, krieg das hin. Oh, warte nochmal, warte nochmal. Krieg mal. So, warte, jetzt. Oh, oh, sag, oh, warte, oh, warte. Oh, oh, oh. Eduard. Kevin. Eduard. Kevin, ich glaube, das wird eine größere Reparatur. Eduard, kannst du die Maschine bitte abstellen? Ja, die steht schon. Eduard, komm, komm doch mal bitte also, raus. Ja, okay. Bekomme ich Ärger, wenn ich jetzt aussteige? Nein, aber du kommst raus, bitte. Okay. Ja. Eduard, was hast du jetzt bei langsam nicht verstanden? Ja, naja, ich war so voller Freude und ich habe vielleicht ein bisschen falschen Knopf gedrückt. Also vielleicht ein bisschen zu viel Gas gegeben. Eduard, das, so geht das nicht. Aber ich bin ja noch nie so weit gewarnt. Naja, aber dann, ja. Ja, aber dann sag doch was. Privatgelände, du kannst ja fahren, aber dann muss man halt langsam fahren. Dann kann ich hier Vollgas. Ich wusste ja nicht, dass... die Maschine kennenlernen. Ja, aber ich dachte, naja, ich dachte, so zwei Sekunden kennenlernen reicht. Ich wusste ja jetzt nicht, dass das so. So, da gibt es noch ein neumodisches Wort, gell? Das hast du ja schon mal gehabt. Was denn? Nach dem Learning by Doing. Ja. Was hast du jetzt daraus gelernt? Nicht so schnell fahren. Also den Spiegel, ja, Bluetooth, also den die können wir auch ankleben. Das ist jetzt nicht so, also der hängt jetzt vielleicht so bloß so ein bisschen da oben. Das ist, ja. Ich denke, mit ankleben wird es da wohl nicht getan sein. Nee. Nicht. Aber Eduard, das sind Sachen, so verdienen wir kein Geld. Aber wieso, der Bluetooth muss er bezahlen. Ja, was muss er denn bezahlen? Weil du das Ding hier rangesetzt hast? Naja, aber ich dachte, das geht auf unsere Kappe. Warum, ist doch seine Maschine. Ja, aber ich hab's ja nicht kaputt gemacht. Ja, aber er ist auf Sicherheit. Zahlt er die Versicherung, oder nicht? Ja, aber er ist doch nicht gefahren. Wieso? Wenn er fahren würde, dann würde er gegen die Hauswand fahren. Ja. Dann ist zumindest von der Versicherung meine Halle gedeckt. Also. Und aber ich bin ja jetzt im Auftrag von meinem Bluetooth dort eingestiegen, also ist es ja eigentlich. Nee. Also, nee. Und du bist gerade im Auftrag von mir unterwegs. Oh. Scheiße. Herr Bluetooth, also ich werde deine Dienste demnächst öfters in Anspruch nehmen. Ja, das Ding jetzt wieder da raus operieren. Nein. Ja, das machen wir, glaube ich, lieber selber. Entschuldigung. Lassen Sie das mal so stehen, ich mache da noch ein paar Fotos. Weil ich muss das ja vielleicht auch irgendwie bei der Versicherung melden. Dass ich wenigstens Ihren Schaden dann abdecken kann. Auf der Halle, da wäre ich natürlich selber, aber das... Da kann der Eduard noch ein bisschen Blech klopfen. Ja, ich habe nur mal noch eine Frage. Vielleicht passt das jetzt auch nicht unbedingt zur Situation. Herr Bluetooth, bleibt das noch beim Häcksel heute Nachmittag? Weil wir sind dann schon relativ weit mit Schwaden. Ja gut, das wird dann jetzt wohl eher schwierig, weil ich habe nur den Häcksler. Echt jetzt? Ja, der andere Häcksler ist komplett auf Pappeln umgebaut. Der kann gerade nicht Gras häckseln. Kevin? Ja. Du hast doch vor uns gesagt, man kann irgendwas mieten oder so, irgendwie was ausleihen oder so. Geht das auch mit Häckslern? Das geht auch mit Häckslern, aber den muss man halt haben. Ja, aber kann man, so ein Ding kann man wohl nicht leihen oder was? Doch, kann man leihen, aber das ist nicht von jetzt auf gleich da. Also. Okay. Okay, ich merke schon, die Hand sind etwas angespannt. Ich hab ganz vergessen, ich hab noch Wurstsuppe auf dem Herd stehen. Meine Herren, ich komme dann wieder zum Reparieren, ne? Ich melde mich bei dir. Tja. Oh. Aber das lief nicht so gut. Ich glaube, das lief gar nicht gut. Folge anrufen. Thank you.
Ja. Hallo Volker, hier ist Eduard, grüße. Hallo. Volker. Ja. Also das mit dem... Warte, bevor du was hast. Was hast du angestellt? Wie kommst du darauf, dass ich irgendwas angestellt habe? Ist nur so ein Bauchgefühl. Naja, also sagen wir mal so, das mit dem Häckseln könnte sich vielleicht um ein, zwei Tage verzögern. Warum? Weil der vielleicht eventuell kaputt ist. Wieso? Ist der kaputt? Naja, also pass auf, das war so, also im Prinzip kann ich ja gar nichts dafür. Ich habe ja den Kevin noch ein bisschen ausgeholfen, weil ich ja so ein bisschen, ne, weil er macht ja auch immer so viel für uns, weißt du, und da habe ich mir gedacht, Mensch, komm, da kannst du mal mithelfen und so, weißt du? Und, wie soll ich sagen, der Herr Bluetooth hat einen Häcksler gebracht und den war ich halt euphorisch, wollte helfen und habe mir halt gedacht, ja komm, setze dich rein und fährst ihn in die Halle. Ist nicht gut ausgegangen, oder was? Es hat keiner was davon erzählt, dass das Heil nur so klein ist. Eduard. Vielleicht war es etwas schnell. Also, Wiese ist fertig, ne? Also. Ja, ne, wir können es ja noch ein bisschen anwelken lassen, weil es ist ja dann vielleicht gar nicht. Wenn noch ein bisschen Feuchte drin ist, ist ja dann vielleicht auch gar nicht so schlimm oder so. Bist du gerade am Händen am Land am Maschinenhändler? Nee, ich bin also mich verfolgt keiner, ich bin da gerade weg, also ich bin da ganz schnell weg, weil wir haben alle so böse geguckt. Ach, verständlich. Warum? Was soll ich mitbringen? Ich bräuchte halt vielleicht mal noch Hydraulikschlauch neu. Für ein Krone. Hydraulik. Ja gut. Aber ich glaube, wir müssen noch welche im Lager hin. Ich kann ja, bist du dir sicher oder nicht? Weil allzu weit bin ich noch nicht weg, weil ich bin mit der Lanze unterwegs. Ja, dann hol lieber nochmal welche. Ja, ist gleich. Frag mal nach. Gut. Großen. Was denn von der Größe? Ja, der muss schon so, ja. Warten, die Dicken oder was? Die Dicken. Ja, okay. Für den Stempel. Ja. Raus und reinfahren. Ja, okay. Hat sich vorhin gelöst oder ist komplett kaputt oder was? Der ist nur ein bisschen porös. Ich will strapazieren. Ja, ja. Ich glaube, ich jetzt zappen und fahre erstmal zum Hof. Ja, nee, ist kein Problem, ey. Krieg mal hin. Dann fahre ich nochmal hin, dann rede ich nochmal mit den Kids. Ich mach das, ich krieg so einen Schlauch. Mhm. Vertrau mir. Ja, krieg mal hin. Okay. Kaffee verzögert sich dann bloß um eine halbe Stunde. Ja, ne? Gut. Krieg mal hin. Gut, Volker, bis später, ja? Bis später. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich frage den Kevin einfach. Vielleicht gibt er mir. Weiß noch nicht. Ja doch, ich werde einfach fragen. Vielleicht gibt er mir den Schlauch, weil ich sag mal, wenn ich jetzt reingehe und mir einfach einen Schlauch nehme und dann wieder abhaue, ich glaube, dann ist er richtig sauer. Nicht wie der Bachbauch. War jetzt halt auch richtig doof mit dem, mein Gott, jetzt mache ich mir aber schon ein paar Vorwürfe wegen dem Häcksler und. Ist jetzt mein Herrn oder ist jetzt. Hier irgendwo. Wächst der hier irgendwo rum? Ah. Ja, die sind ja alle noch da. Ich dachte, die sind schon wieder weg. Hey. Die gucken schon wieder so. Hey, ich versuch's einfach mal mit Freundlichkeit. Da kriegt man schon hin. So. So, Werda, du kannst mal schön laufen. So, hier, guck mal. Guten Tag, hallo. Ja, Eduard. Sind Sie noch sauer? Naja, recht freudig bin ich gerade nicht. Ja, ich verstehe. Aber Kevin, du, meine Frage. Der Volker hat mich angerufen, der braucht einen dicken Hydraulikschlauch für irgendeinen Stempel. Weißt du, da weiß man anzufangen. Nein. Der hat gesagt, ich soll mal, also ich soll einen großen Hydraulikschläuche holen, weil der ist irgendwie was kaputt oder porös oder weiß er gar nicht.
Ja, das ist gut und schön, aber da steht meistens eine Bezeichnung drauf, weil es gibt mehrere Hydraulikschläuche. Okay. Man müsste vielleicht auch die Länge wissen und welche Größe und. Also Länge weiß ich, also ist ungefähr, die Länge ist ungefähr so. Also so, wenn ich jetzt meine beiden Arme so halte, ja, so sind so ungefähr ja, 4 Meter. 4,5. Ja, aber ungefähr ist schon wieder so ungefähr. Ja, 4,5 Meter. Wenn du deine Arme so hältst, dann sind es 4,5 Meter. Ja, von Fingerspitze zu Fingerspitze. Das sind aber dann sehr lange Arme, Edward. Ich wollte gerade sagen. Ja. Gut, können vielleicht nur 3,5 Meter sein, mein Gott. Das sind immer noch sehr lange Arme. Edward. Ja? Bitte genaue Maße. Ja, okay, ja, okay, gut, dann gehst du halt nochmal anrufen. Oder Bescheid sagen, was für was genau. Fahrzeug, wohin. Ist das für irgendeine Pumpe in Schlauch oder an irgendeinen Gerät oder was? Stempel. Ja. Ja, da rufe ich den Volker nochmal an, das ist ja gar kein Problem. Dann einen kleinen Moment, ich geh mal kurz telefonieren. Ja. Meine lieben YouTuberinos, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch heute gefallen hat. Es war vielleicht nicht die Glanzaktion vom Eduard, das ist so eine Sache. Ne? Aber lasst ja gerne das Zeug da, schreibt was denn ist in die Kommentare und wir sagen erstmal tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal und natürlich, ich wünsche euch ein frohes Fest. Ihr Schlingels, ne? Dankeschön. Winge, winge.